Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dinkem. Tja, aufgewacht in diesem Haus. Tja, so schnell geht es über Nacht und ich guck mal, was da unten in dem Escape-Ding drinsteht. Hopemaker. From tent to house to even bigger house. Here is a milestone for upgrading your home. Also für das, dass wir unser Haus größer gemacht haben. Alles klar, Dankeschön. Wir haben heute craft a new tool, spend 1000 Dings und travel 500 Meter und food. Alles klar, das machen wir. Jetzt gehen wir aber erst einmal... Oh. Wir haben tatsächlich eine Hecke um unser Haus rum. Und zum Glück steht noch sonst alles. Dann gucken wir mal, was da in dem Ding ist. Fletch und Fletch. You've been working hard, hasn't gone, because you've increasing your skills. There's a level of locking license available. Okay, alles klar. Fletch, open. Working hard, skills, new level of mining license. Okay, alles klar. Bug Tipster, alles klar. Weg mit euch. Dass wir da wieder freien Platz haben. So, wir haben ja im Grunde ein leeres Inventar, was ganz gut ist. Ich kann jetzt im Grunde auch einfach nur mal im Kreis laufen, um die 500 Meter zu bekommen, aber das wollen wir natürlich nicht. So, das Erste, was wir machen, ist ein Schmetterling schmettern. Jawohl. Und das Nächste, was ist, wir schauen nochmal da drauf. Also, dieses Dingsbums hier, Last Day, Wooden Lamp Post, ich weiß es immer noch, Holz... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das ist sowas wie ein Briefkasten oder sowas. Ich habe auch nicht nachgeschaut. Also ist, ja, wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht und fertig. Gut, wir müssen 500 Meter. Wir müssen irgendwie ein Tool craften. Aktuell brauche ich allerdings keins. Doch, eine Speer. Wir können the Spear craften. Aber nicht hier, ne? Warte mal, oh. Open, Quick Move. So, weil ich würde nämlich gerne dieses Ding nehmen und dann bitte woanders hinstellen, weil da bringt es mir nichts genau in der Tür. Und da das ja unsere Holzkiste ist, würde ich sagen, wir lassen die schon hier. Ja, stell es jetzt da wieder hin und fertig. So. Hölzer, Bretter, Mangroven, Dingsbums. Gut, damit haben wir nämlich das. Ja, schnuckliches kleines Haus. Hier wird natürlich der Weg noch irgendwie weitergeführt, ne, das ist klar. Jetzt ist die Frage, ob ich den Cooking Table nicht nach innen reinstelle. Andererseits, ich bin halt hier außen die ganze Zeit unterwegs. Also wenn, dann würde ich eher sagen, werde ich mir diese Fläche hier mal ausbauen, dass ich hier als Workstation quasi habe. Das, denke ich mal, ist sinnvoller, ne? Gut, wir brauchen, wie gesagt, Dinge hier, spend 1000 Dings, craft a new tool. Wir brauchen ja den Speer. Und für den Speer brauchen wir ein Gumwood Blank. Schauen wir mal, ob ich ein Gumwood Blank habe. Gumwood Plank. Einmal. Alles klar. So, einmal Spear, Craft. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. Jawohl, das hat gezählt. Wunderbar. Wir haben 2600, ne? Ich würde halt gerne im Grunde den Taschenplatz erhöhen. Das wäre eigentlich das. Allows Halter und Notice some buried items using... To craft a better pickaxe. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, zuerst mal mehr Slots. Das wäre mir wichtiger. Und dann haben wir noch 635. Dann können wir noch ein wenig sparen. Und dann können wir uns die bessere Pickaxe picken. Das ist doch cool. So. Wir werden jetzt erst einmal ein bisschen farmen. Also im Grunde auch ein bisschen Platz machen.
So, und da sind wieder diese Shiny Stones. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich noch kommen im Laufe der Zeit, dass wir das machen können. Jetzt nehme ich erst einmal die Kaktusfrüchte. Dann sind wir nämlich da wieder ein bisschen besser beieinander. Dann würde ich sagen, wir gehen mal nach oben. Ach komm, bist du so blind? Ich bin so blind. aber nicht Norden, sondern östlich. Westlich meine ich, weil Westen ist oben. Also von der Map her, ne? Also ich muss hier rüberlaufen, dass ich... Ja, ihr, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich muss auf jeden Fall erst einmal in die Richtung, weil einfach in Norden laufen ist nicht. Recht viel Wüste hier, ne? Ich möchte nämlich noch ein paar Palmen holen und vor allem auch noch anderes Matz. Andere Matz, die wir so brauchen. Heute ist Tag der Schmetterlinge. So, jetzt gehen wir mal in den Norden. Das soll ich natürlich auch wieder einsammeln. Die Vögel erwische ich eh nicht. So, da haben wir nämlich wieder unsere Palmen. Und die würde ich gerne noch ein bisschen fällen. Ich glaube, axtmäßig, das ist ja jetzt die neue, ne? Warte mal, ich esse gleich mal... Ja, nicht den Schmetterling. Du kommst nach oben. Was hast du? 8,8, ne? Gleich noch eins. Wunderbar. Genau. Und die Truthähne wollte ich mir hier mal schnappen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Moment. Bist jetzt hingeflogen? Da schaut man einmal aufs Menü und dann ist der Schmetterling plötzlich weg. Naja. Was soll's? Da oben ist Bananen-Dingsbums. Ah, ich komme da sogar hin. So, Moment. Tuft Raw Drumstick. Okay. Na super. Oh nee. Harvesten. Nicht weghauen. Dinger. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas farmen sieht. Das ist wahrscheinlich dann zum Anpflanzen vielleicht ganz gut. Okay, Bananen habe ich da jetzt keine mehr. Einmal runter mit dir. Schauen wir mal, vielleicht finde ich noch ein Banana Tree. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte, wo ich jetzt bin. Okay. Eine Fliege. Da kommt mir nicht hoch. Aber so kommt man hoch, das ist doch toll. Raw Drumstick. Warum nennt sich das Drumstick? Das ist kein... Das ist halt ein Schenkel, so ein Hühnerflügel-Dingsbums. Da haben wir noch ganz viel Mangrovenzeugs. Das sollte ich eigentlich auch mal mitnehmen, weil...
brauche eigentlich so viel an Material, was ich mal verarbeiten sollte. Ja, toll. So, ist hier irgendwas Interessantes? Dicke Fische sind hier drin. Wo sind wir auf der Map? Da sind wir. Okay, geh aus. Schau mal, darüber schwimmen. Oh, da haben wir so einen Barrel. Da haben wir gleich noch eine. Da sind ja irgendwie Old Gears und sowas drin. Vielleicht finden wir da auch einmal die Sachen, die wir für diesen Funkturm brauchen. Oh, das ist cool. Tin Sheet ist gut. Das sind die Sträuße. Okay, da hat mich jetzt nicht angegriffen, aber ich habe auch nicht mehr so viel. Na komm, wir probieren es. Es kann ja mehr passieren, als dass ich es nicht schaffe, ne? Das sind aber viele Fässer. So, schauen wir mal, was wir von dir kriegen. Pockets full? Moment, Pockets Full, das haben wir gleich. Tropical Grass, Fern Seed. Der Speer ist halt auch gleich durch, ne? Die würde ich sagen, tun wir mal raus. Grass Seed. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt die Dinger hier zusammenhaue, ne? Dann kann es sein, dass ich Zeug rausbekomme, was ich nirgends stacken kann. Also ich muss mir die Stelle hier oben mal ein bisschen merken. Müssen wir machen. Wenn ich nichts mehr einsammeln kann, ist blöd halt, ne? Oh, die Kaktusfrüchte, die wären noch gut, weil die sind nämlich echt gute Bringer. A bunch of sticky grass, burn it in fire to make it resin. Wir laufen jetzt einfach mal Richtung Süden wieder zurück. Die Taschen sind halt so schnell voll, ne? Schwimm nicht in die Quallen rein. Wie ist es eigentlich mit der Ausdauer? Kann ich ewig schwimmen, oder? Ich glaube, wenn ich müde bin, ist es nicht mehr so gut, ne? Nee, euch kann ich nicht aufheben. Das brauche ich auch nicht. Sammeln wir mal das. Ich kann Schmetterling. Wie? Oh. Aber wie schön man das ganz oben wegdicken kann, ne? So, ja, dich kann ich nicht mitnehmen. Diese Stachelschweine, die sind auch übel, weil die rollen sich ja zusammen und kullern auf einen zu. Also die greifen an, wenn man sie anpiekst. Ich laufe schon wieder. Also die Karte, die macht mich narrisch, ehrlich wahr. Ein Känguruschild. Gar nicht, was man alles machen soll hier in dem Spiel. Also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich renne eigentlich jetzt aktuell nur rum und versuche immer irgendwie was zu sammeln, ne? Juhu!
weil ich immer irgendwie diese Punkte brauche. Kann ich euch einsammeln? Ja. Ich habe jetzt schon Angst gehabt. Wie viel kann ich eigentlich von denen einstecken? Sind die Stacks unendlich oder bis 999? Seit wann stehen denn die Schilder da? Die sind mir vorher noch nie aufgefallen. Und ich laufe doch schon wieder total falsch. Natürlich. Die Karte müsste fixierbar sein. Ich weiß nicht, warum die sich immer mitdreht. Ich bin so ein Typ, ich brauche die Karte normalerweise fest. Dann habe ich eine wesentlich bessere Orientierung, als wenn sich das die ganze Zeit dreht. Mein Guter ist jeder anders, ne? Kommen wir auch irgendwann mal wieder zurück? Von denen finde ich jetzt aber gerade viel, hä? So, wo bist du? Jetzt bist du noch weiter da oben. Ja, irgendwann haben wir so viele Wege da, dass ich ohne Probleme da wahrscheinlich zurückfinde. So, Servusler John. Welcome to John's Goods. Ja, ja, dann spring halt um. So, wir tun natürlich die Schmetterlings verkaufen, diese Dinger hier. Die Fliege verkaufen. Das muss ich dich ausprobieren. Da haben wir noch einen Schmetterling. Die Samen hebe ich auf jeden Fall auf. Okay. Schauen wir mal ein bisschen, was wird schon sein. 10.000, alles klar. Thank you for visiting. So, jetzt gucken wir mal. Ich tue mal den Speer hier oben rein. Und tue mal das darunter. Und schmeißen im Grunde mal die Hühnerflügel hier aufs Feuer. Wir können aber auch mal gucken, was wir hier gucken können. Ob wir irgendwas gucken können. Wir können Meat on a Stick. Hä? Ach so, das ist ein anderes. Das ist jetzt Cooked Meat. Das bringt mir dann 10 und 8. Nee, der bringt mir dann 35 Leben und 15 Energie. Ja, aber dann ist doch trotzdem das normale gekochte Fleisch besser jetzt in dem Fall für mich. Das hat halt noch Angriff und Abwehr. Ich weiß nicht, wann ich das brauchen kann. Jetzt halt auf jeden Fall brauche ich es noch nicht. Ich schmeiße jetzt die Dinger hier drauf. So. Dann haben wir nochmal Raw Drumstick. Geh du weg. Ich piekst dich. Das juckt mich überhaupt nicht. Da musst du echt aufpassen. Ja, außer ich würde es natürlich im Haus drin machen. Dann wäre es egal, glaube ich. So, was haben wir denn da eigentlich? Everything Hunter. Alles klar. Na, ihr braucht aber diesmal lang. Das ist nicht was innerhalb von ein paar Sekunden gemacht ist. Giant Drumstick. Cool. Nein, ich will einfach nur an das Feuer hier ran. Hä? Ach so, weil ich das Ding nicht ausgerüstet habe, deswegen. Ah, da geht's schnell, ne?
So, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, ich schau mal. A bunch of sticky grass, burn it in fire to make resign. Spinifex resign. Kohle halt, oder? Sticky resin used in crafting made from burnt spinifex tuft. Was auch immer, ne? Die Dinger habe ich, glaube ich, schon mal probiert, ob ich die ins Feuer schmeißen kann, ne? Ne, es geht nicht. Also weg damit. Aber wir können auf jeden Fall die Buschdinger wieder machen. Die gehen ja auch relativ schnell. Ich meine, ihr habt mir ja schon das Feedback dagelassen, ne, dass es euch mit der Steuerung genauso geht wie mir. Also ich bin nicht der Einzige, der da seine Probleme hat. Herum. Good day. So. Barry ist doch eigentlich vergraben, ne? Palm tree seed, tropical grass seed, fern seed, grass seed. Warte mal, den grass seed, den können wir gleich wieder irgendwo hinhauen. Die anderen tue ich rein. Ich werde jetzt da sowieso bald wieder eine eigene Kiste machen, eine weitere. So, wir tun mal hier rein das Zahnrad, die Ohrhörer, da haben wir nämlich dann auch schon zwei. Das tue ich hier mit rein. Die Feder tun wir mit rein, das sind dann schon mal vier Stück. Knochen und sowas habe ich da ja auch drin. Ich würde jetzt auch diese Kohle mit rein tun. Und ja, genau, den Stein. Die Steine. Holz kommt rüber. Okay. Crafting Table. Und zwar den hier würde ich mir gerne jetzt halt mal selber machen. Dreimal Gumwood und drei Nails. Drei Nails. Und drei Gumwood-Hölzer. Gumlock. Aber warte mal, wir machen die gleich komplett selber. So. Ups, jetzt werde ich fast reingelaufen. So. Crafting Table. Können wir uns jetzt dasselbe einen machen. Das ist doch schön. So. Und dann können wir den nämlich auch hier jetzt endlich mit platzieren. Ich würde den gerne hier daneben stellen, einfach. Warte mal, wir machen das eins, ja, doch dahin. Dann kann man da nämlich noch durchlaufen. Ne? Hier kann man dann noch durchlaufen. Wird aber wahrscheinlich sowieso bald verschwinden. So, aber dann können wir jetzt hier auf jeden Fall selber und müssen nicht ständig da innen rein. Wooden Crate, Palmwood, Gumwood Plank und Nails. Gumwood, Palmwood, Plank und Nails. Das müsste jetzt das Richtige gewesen sein. Hoffe ich. Ich weiß nicht, warum wir da verschieden.
Okay, ich hab's genau falsch gemacht. Ein Palmwood, zwei Gumm. So, jetzt hat aber... Machen wir uns jetzt nämlich noch eine Kiste. Craft. So. Für die Leute, die Kisten mögen, ist das doch was Tolles. einmal hier, zack. Ihr kommt nach oben. Und dann kann ich nämlich anfangen, hier ein paar Sachen mit rein zu tun. Ich muss natürlich schauen, dass ich mir das möglichst getrennt halte, ne? Also hier jetzt zum Beispiel könnte ich sagen, ich tue hier nur Essen rein. Alles, was ich irgendwie an Essen habe, tue ich hier rein. Also was ich gerade aktuell nicht brauche. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele von diesen Beeren. Die kann ich jetzt dann auch nochmal durchbraten. Ich habe ganz viele von den Cooked Bush. Also ich denke mal, wenn ich zwei Sachen dabei habe, ist das schon mal gut. Die Bananas kann ich mal probieren wegen dem Kochen. Würde mich interessieren. Mal schauen, wie schnell die sind. So, und vor allem, was die bringen. Kochbananen schmecken auf jeden Fall gut. Oh, 10. Das wäre ja quasi noch besser, die hier mitzunehmen, als... Oh, da bräuchte ich aber viele, ne?